Jerusalem. Das ist die Stadt, in der sich diese Geschichte ereignete. Ein Mann wird zum Tode verurteilt. An ein Kreuz geschlagen. Er stirbt und man legt ihn in ein Grab. Dann, nach 3 Tagen, wird er wieder lebendig. Die Auferstehung. Diesen Mann nennt man Jeschua, Jesus. Doch wie wissen wir, dass diese Geschichte wahr ist? Unsere alten historischen Überlieferungen sind nicht wie moderne Geschehnisse, die wir sofort vor Ort erfassen können. Es gab damals keine Kameras und keine Mikrofone. Man kann die Geschichte nicht wiederholen, wie in einem Experiment. Es ist nicht wie Material, das man in einem Labor unter einem Mikroskop untersuchen kann. Ist es möglich, Dinge zu untersuchen, die vor 2000 Jahren geschehen sind? So wie man etwas sagen kann über Augustus oder Cäsar oder die Römer, kann man auch etwas sagen über Jesus Christus und die ersten Christen. Aber können wir den Dokumenten vertrauen, die den Tod und die Auferstehung Jesu beschreiben? Diese Frage, ob man den Autoren trauen kann, stellt sich ja bei jedem historischen Dokument. Viele glauben, dass die Geschichte über Jesus erfunden wurde, um eine religiöse Bewegung am Leben zu erhalten. Das Christentum ist eine historische Religion. Wäre sie es nicht, wäre sie nichts. Ist der Glaube an die Auferstehung Jesu ein Mythos? Haben Sie sich schon gefragt, ob die Geschichte über Jesus wahr ist? Oder hatten Sie Zweifel über Jesu Tod und Auferstehung? Finden Sie mit einem Team von Wissenschaftlern mehr darüber heraus, was vor 2000 Jahren geschah.